Jo Leute, willkommen zurück zu Bioshock Infinity Seebestattung Episode 2. Und falls ihr euch fragt, warum ich etwas leiser rede, das hat einen Grund. Moment, da schon spät abends ist, so halb 10 abends am Mittwoch, und da ja morgen Schule ist, wollte ich ja schnell noch aufnehmen und ja, darum werde ich ein bisschen leise reden, also tut's mir leid, falls ihr mich kaum hören könnt, aber im nächsten Part werde ich wieder mal laut reden. Dort okay, war Leute, der Riss, durch den ich machen wir weiter. Mal nach Rapture kam, als ich Comstock suchte, bevor das hier ein Gefängnis wurde. Aber du warst 1960 zum ersten Mal in Rapture. Halb der Song weiter drin. Mehr als ein Jahr in der Zukunft. Ja. Moment. Gucken wir uns das an. Are you in the know? Was denn? There has been a lot of idle talk from gadflies and naysayers following the nationalization of Fontaine Futuristics. I believe in free men and free markets. But I also believe in my city. And Frank Fontaine's purpose was nothing less than the destruction of Rapture. It was he who gave comfort to the laggards and layabouts. It was he who coddled the traps and vagabonds. Fontaine was poisoning the people of Rapture. But his venom wasn't made of arsenic or strychnine. No. It was concocted from something far deadlier. It was brewed from altruism. Now you know. Okay. Das stimmt. Ich. Moment. Willkommen im Zirkus der Werte. Sandwich. Oh. Munition für Revolver. Ah. Nee. Alle Türen sehen konnte, ergab es Sinn, aber jetzt. Ist das nur ein Wirrwarr? Ja. Oh Mann. Jetzt weiß ich, wie es sich anfühlt. Gut. Wenn wir Suchong finden wollen, sollten wir im Silverfin anfangen. Was? Ich kenne den Weg. Nee, oder? Gucken wir uns das mal an. Das hat schon. Naja. Okay. Are you in the know? Wenn das jetzt leicht pervers wird, ausmachen. Human reproduction is vitally important to society. But there is no reason that the act of copulation cannot be pleasurable as well. Remember these tips. Sex is egotistical. Without self-esteem, those participating in coitus are revealed to be fraudulent, hypocritical animals. Ego is indispensable in the bedroom. Negotiate with your mate. Intercourse can be mutually beneficial to both parties. Set out expectations with your partner beforehand, outlining the services you will provide one another, and hold them to their side of the deal. Never forget, oral contracts and handshake deals are for starry-eyed gigolos. Always get it in writing. Your pleasure is your business. Remember, you come first. Nobody's going to keep an eye on your pleasure except you. Don't be left high and dry. Armed with this knowledge, go forth now and enjoy sexual congress the Rapture way. Now you know. Alles klar. Hier kann ich ja nicht hin. Schade eigentlich. Und ich dachte jetzt wirklich, wir werden wieder mal, naja, in Sexualkunde oder so. Wie kann ich hier durch? Ah, okay, Moment. Da gehe ich lieber hier hin. Oh, hier kann ich. Oh, doch. Ah. Hier war ich auch. Gleich nach meiner Ankunft. Ich brauchte was zum Anziehen, das ein bisschen besser zu Rapture passte. Okay. Interessant. Gut, dann gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Und falls ich ein bisschen weniger rede oder etwas leise, das hat einen Grund. Ist es schon mitten in der Nacht. Also, nicht mitten in der Nacht, aber ihr wisst, was ich meine. Ah.
Wie komme ich dorthin? Moment. Eingang. Mann, das war ja auch klar. Oh, Moment. Lockpick. Okay, hier kann ich hin. Und Audiotagebuch. Verehrte Dame, ich habe Ihren Brief bezüglich unserer neuen Spannerplasmide erhalten. Hier meine Antwort. Pech gehabt. Wir sind hier in Rapture. Was meine Kunden mit meinem Produkt machen, ist ihre Sache. Wenn ihnen okay, Moment. Unwohl ist, können sie die Wände ihrer Wohnung ja mit Blei auskleiden. Okay. Wenn sie möchten, nenne ich ihnen gerne einen verlässlichen Händler. Hm. Ich gehe jetzt mal hier hin. Spanner. Disappear from sight. See through walls. And sneak up on your foes. Ah. Oh. Splicer. Okay. Plasmid könnte ich so durch die Wände hindurch sehen? Oder falls nötig unsichtbar werden und sie überrumpeln? Mhm. Habe ich doch gerade gemacht. Oh Mann. Diese neuen Songs sind etwas ganz Persönliches. Genau. Liebe, kommen sie direkt aus meinem Herzen. Sie sind ja alle Fans. Oh. Da bist du ja. Genau. Unsere Kleidung. Bist du hier für ein Autogramm? Boah. Oh Mann. Und? Das scheint sie nur zurückzuwerfen. So kannst du nur dann richtig Schaden anrichten, wenn sie dich nicht sehen. Ja. Jeder will irgendwas von mir. Einfach einsetzen. Oh. Oha. Merke ich mir. And what now becomes of the girl? A burial at sea, I suppose. I was referring to the child. Was? Why ask questions you don't wish to hear the answer to? You mean enslavement, exploitation, extermination. There must be some hope for her. If it helps you to believe so, brother, then I shall not be the one to disillusion you. Okay. Ach so, jetzt bin ich wieder hier. Splicer. Diesen Plasmid könnte ich sie durch die Wände hindurch sehen. Einen Knüller wie dich lassen wir nicht unsichtbar werden und sie überrumpeln. Mhm. Hey. Ach so. Da bist du ja. Interessant. Ich hab nicht gesagt, dass du gehen kannst. Ich aber schon. Okay, Moment. Dafür habe ich keine Zeit. Genau. Dann lass mich in Ruhe. Wie oft habe ich Antonio schon um Spinde mit richtigen Schlössern gebeten? Ich bin okay. In meiner Mittagspause gekommen und meine neuen Klamotten waren weg. Geklaut. Aber das Allerhöchste ist, der Dieb hat mir dafür was anderes zum Anziehen dagelassen. Zuerst wollte ich das Zeug wegschmeißen, aber irgendwie habe ich es nicht übers Herz gebracht. Klar, es ist altmodisch, sogar noch mit Korsett. Der heutigen Mode entspricht es bestimmt nicht. Aber ich bin jemand, der gute handwerkliche Arbeit zu schätzen weiß. Interessant. Ich würde sagen... Moment. Moment. Hey. Okay, erledigt. Wo bist du hin? Da stimmt doch was nicht. Ja. Der Typ könnte noch hier sein. Wer denn? Los, komm schon raus. Ich habe eine Menge Eisen im Feuer. Alles klar, und darum soll ich auch kommen, ne? Ich
dir nicht erlaubt zu gehen. Stirb. Okay, die nächsten. Was meintest du vorhin, als du sagtest, du warst in Paris? Es war nicht wirklich Paris, es war mehr... Ja? Es war mehr die Welt, wie ich sie sehen will. Und ich war wohl nicht wirklich glücklich dort. Wir wären alle besser dran, wie du willst, wenn wir uns nicht immer einmischen müssen. Mhm. Da gebe ich dir recht. Okay, dann gehen wir hier lang. Und ja. Oh Mann, genau. Oh Mann. Fast hätte sie mich gesehen. Schnell. Kaufen. Zirkus der Werte. Ich brauche Eve. Und Sandwich. Kein Tausch, kein Geldzug. Okay, dankeschön. Oh Mann. Das gefällt mir nicht. Okay. Wo muss ich lang? Interessant. Gut, dann gehe ich hier lang. Okay. Nächster Raum. Ein Pick. Keine Sorge. Ein Krachmacher. Oh. Du hast einen Krachmacher erhalten, rüst ihn aus und schießt ihn auf die Fenster rechts. Krachmacher? Ah, okay. Rechts. Moment. Okay, Moment. Jetzt einfach weggehen. Tschüss. Haha. Früher konnte ich alles sehen. Jeden möglichen Augenblick. Und jetzt? Bist du wie alle anderen? Ja. Warum? Weil ich hier gestorben bin? Schätz mal schon. Wenn ich wie alle anderen bin, kann ich weder Sally helfen, noch kann ich dahin zurück, wo ich war. Nur mal so gefragt, Schätzchen. Wieso redest du mit dir selbst? Hätte ich gewusst, dass du nicht ganz dicht bist, hätte ich mir das mit unserer Abmachung nochmal überlegt. Ich halte meinen Teil ein. Aber dem Mädchen darf kein Haar gekrümmt werden. Du hast hier keine Forderung zu stellen. Aber ich gebe zu, ich mag Mädels, die nicht auf den Mund gefallen sind. Interessant. Wer bist du denn? Die Türen, sie brechen auf. Meine Erinnerung an die Zukunft und wohin ich gehe. Sicher, dass du dort deine Zukunft nicht meine. Wessen dann? Frage ich mich jetzt auch. Das ist er. Oh. Big Daddy. Der mich getötet hat. Mit dem kannst du es nicht aufnehmen. Comstock hatte ihn schon am Boden und er stand einfach wieder auf. Ich kann ihm nichts anhaben. Ich könnte ihm aus dem Weg gehen, aber er könnte hilfreich sein. Ja. Der Feind meines Feindes. Das wäre geil. Kann ihn nicht töten. Das weiß ich auch. Moment. Willkommen im Zirkus der Werte. Komm wieder, wenn du Geld hast, komm. Okay. Mach ich später. Ich riech Frost.
Oh. Okay. Hallo. Haha. Ich dachte, hier ist schon jemand nochmal. Ein Glück, dass hier keiner ist. Okay. Ach, die schläft nur. Dieser Atlas ist in diesem Loch hier unten aufgetaucht und versucht, für Ordnung zu sorgen. Mhm. Die Spleißer glauben, der Mann kann über Wasser gehen. Aber irgendwas stimmt nicht mit ihm. Irgendwie erinnert er mich an meinen früheren Arbeitgeber, Frank okay. Fontaine. Was willst du? Lass mich rein, ich arbeite für Atlas. Davon weiß ich nicht. Ohne ein Wort vom Boss kommt hier keiner rein. Okay. Wo geht's hier lang? Okay, dann kriege ich das noch nicht. Mann, Mann. Okay, oben noch nicht. Oh. Okay, Moment. Okay, dann gehe ich hin. Das Spitzenmodell. Und zufällig ist es gerade im Angebot. Nur die besten Materialien. Kunstlederliste der Verkleidung. Französische Bronze. Die neuesten Kunststoffe. Nicht übel, was? Ja, nicht übel. Gehen wir in mein Büro. Beherrschung. K.O. Upgrade. Sobald der Effekt aufgehört hat. Oh, der ganze Unsinn von wegen, dass da Leute erstickt werden. Verzweifelter Versuch der Konkurrenz, uns durch üble Nachrede zu schaden. Okay. Nichts für Sie? Gut. Kein Grund, gleich sauer zu werden, Kumpel. Ich habe nicht gesagt, dass Sie ein... Ah, endlich hätte er den Mund. Ich glaube, hier ist niemand. Okay. Hab mich wohl geirrt. Moment. Gab's hier nicht gerade noch was? Nee. Ungutes Gefühl, dass er jetzt hier reinkommt. Mann, oh Mann. Oh. Eine andere. Was? Okay. Was gibt's hier? Nichts. Noch ein Lockpick. Warum nicht? Oh nein. Er kommt hier näher. Wenn stampft, dann kommt er immer näher. Zigaretten. Obwohl du rauchst ja nicht, Elisabeth. Okay, einfach. Oh. Interessant. Da hat wohl jemand einen Code entschlüsselt. Wir haben die Bestätigung, dass das Ass im Ärmel fertig ist. Su Chong hat es, wird es aber nicht einfach herausgeben. Alles Weitere, wenn wir mehr wissen. Worum geht es da? Okay. Dann suchen wir das mal. Okay, Moment. Ich soll da hoch. Da gehe ich aber lieber noch nicht. Noch nicht. Wo? Wer wir sind. Das Volk von morgen. Männer in Konflikt zu. Okay. Mann, oh Mann. Das ist ja irgendwie. Ist es wirklich angespannt? Bin ich hierher gekommen? Ja, ich bin hierher gekommen. Okay, da war ich. Oh.
Hier gehe ich mal rein. Ich habe keine Zeit für die, nicht zu Boah. Der Tag hat dafür einfach nicht genug Stunden. Moment. Ah, okay. Erst ein Gesetz gegen den Tag. Und dann soll wohl ein Kerl mit dir aufs Klo kommen und dir vorschreiben. Ja, ja. Okay. Was kommt als nächstes? Das Kriegsrecht? I don't know. Aber Splicer, sind sie nicht in Fontaines? Schön bist du. Moment. Ah. Munition. Wenn er jemand Wohlhabenden so bezeichnet, der ist und kompromisslos. Okay, Moment. Ihr habt mich überführt. 1, 2, 3. Was war das? Ich bin noch nicht fertig mit dir. Okay. Blöd gelaufen. Ich weiß genau, wo du bist. Dann komm her. Dann komm her. Ach so, Väterchen Frost. Oh. Das war knapp. Nicht erledigt. Moment. Ah. Mann, Mann. Ja toll. Nein, das nicht. Lassen wir es gut sein. Ich hab zu arbeiten. Nahkampfangriffe betäuben Gegner, hatte ich aber bemerkt. Das scheint sie nur zurückzuwerfen. So kannst du nur dann richtig Schaden machen. Oh Mann. Wenn sie dich nicht sehen. Moment, was? Ist der mies. Wie soll ich das sonst machen? Sag mir nicht, ich muss alles von vorne machen. Nein. 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 Achso, hier bin ich. Ich hätte sonst geschrien, was auch immer. Oha, dankeschön. Okay, Moment, hier war ich. Da sind wir rausgekommen. Hallo? Ist da jemand? Oh. Mist, Mist. Da ist niemand. Ich würde sagen, ich gehe erstmal hier hoch. Noch ein Lockpick. Auch nicht schlecht. Ganz leise, Leute. Muss ich hier lang? Oh Mann. Ist das sogar richtig? Ein Lockpick. Okay. Mhm. Dann gehe ich erstmal hier lang. Oh, was gibt's denn hier? Ha, Eve. Was ist das? Frage ich mich auch. Anscheinend war in dem Raum hier die Zentralheizung, also kann man davon ausgehen, dass die Rohrleitungen zu Suchong führen? Moment mal. Ah. Nee, nee. Das werden wir noch nicht machen. Erstmal.
alles absuchen, weil dort hinten. Oh, Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Da muss auch noch was. Ich kann ihn nicht besiegen. Oh, Wasser. Moment. Schnell. Oh, das war knapp. Sogar ziemlich. Interesse an einer eigenen Tauchkugel? Da habe ich genau das Richtige. Die Tiger Shark. Spitzenmodell. Und zufällig ist es gerade im Sonderangebot. Nur die besten Materialien. Kunstledersitze, beschichtete Verkleidung, Französisch. Ja. Französisch ist schon stirbst du. Ja, ruf sie nicht mehr an. Das wäre das Beste für alle. Da hat wohl jemand einen Code entschlüsselt. Das haben wir auch schon. Wir haben die Bestätigung, dass das Ass im Ärmel fertig ist. Su Chong hat es, wird es aber nicht einfach herausgeben. Alles Weitere, wenn wir mehr wissen. Worum geht es da? Ja. Frag ich mich auch. Moment, aber trotzdem das hier. Warum nicht? Nice. Ach so, das war vorhin ein Upgrade. Okay. Eve. Und Eve. Es ist nicht schön. Eine andere. Was, eine andere? Oh. Moment mal, wo war das mit dem Geschütz? Ah, ein Lockpick. Werkbank. Oder Werkzeugkasten. Hier war gar nichts mehr. Oh. Ich weiß gar nicht, wo ich war und wo ich nicht war. Okay, da war ich. Genau. Bild ist nur ein. Erst ein Gesetz gegen Bestechung? Und dann soll wohl ein mit mir aufs Klo kommen und mir vorschreiben, wie ich kacke? Ekelhaft. Das ist ja ekelhaft. Kann romantisch sein. Ich habe ja gerade ein neues Handy-Eisen gekauft. Spitzenqualität. Ach, richtig romantisch. Du hast mir alles genommen! Höchst seltsam. Das scheint sie nur zurückzuwerfen. Okay, Moment. Du kannst dann richtig Schaden anrichten, wenn sie dich nicht sehen. Was passiert, wenn man ins Becken springt? Okay, Moment. Komm schon! Wovor läufst du weg? Ach. Von dir bestimmt nicht. Ich hab noch viel mehr aus dir machen. Ach so, ich dachte schon. Komm zurück! Wir kriegen das schon wieder hin! Ja. Scheine keine Zeit zu haben. Noch eine chiffrierte Nachricht. Versuch, Su Chong das Ass im Ärmel abzunehmen, gescheitert. Ryans Sicherheitsdienst tötete 3 unserer Männer. Müssen andere Möglichkeit finden, an das Ass zu kommen. Okay. Toll. Ah. Da oben sind 2. Hypnotisiere Big Daddy. Ab nächsten Jahr immer. War ja klar. Genau. Nietzsche sagte, man muss noch Chaos.
Glück gehabt. Väterchen Frost. Okay, die Zeit ist um, aber ich weiß nicht, wo der nächste Speicherpunkt ist. Okay. Ja, als ob das so einfach gehen würde. Erzähl mal. Man erschießt sie. Und zwar zu Recht. Alles klar. Willkommen im Zirkus der Werke. Puh. Nö. Mir reicht eigentlich das. Und? Natürlich nichts. Und bitte speicher mal. Oh. Nein! Mist. Okay. Wenn du es meinst. Ich kann mich ändern, Süße. Gib mir noch eine Chance. Nein. Sag mir nicht. Erwarte keine Zärtlichkeit. Nein. Jetzt bin ich auch noch hier. Mann, oh Mann. Dann gehe ich mal erstmal hoch. Boah, das war knapp. Was war denn das, Käschen? Hä, warum greifen die sich nicht gegenseitig an? Okay, Moment. Ein Glück, dass er weggegangen ist. Und jetzt geht's hier hin. Oh, das sieht mal schön aus. Sehr schön. Ein Glück, dass hier so lange keiner ist. Ein Glück. Ja. Wird mal das Spiel irgendwann mal gespeichert, bitte? Denn ja. Gut. Nicht, dass ich das Spiel schnell beenden will, aber nein. Natürlich nicht. Grund ist dafür, dass es schon spät ist und ich. Oh, Dankeschön. Dankeschön. Kommt aufs Wort. Denn wegen Schule und so. Okay. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, Leute, und tschüss.